stehe mitten im Leben, hab keinen Plan, was passiert. Ich bin gerade erst kurzer 20, hab schon so viel zu verlieren. Ich bin einer von denen, die ihr Leben so leben, als den vorn und hinten einfach jemand drüber radiert. Ich sollte mich mal inskribieren, denn ich will ja auch studieren, aber irgendwie hat Schule mir das Lernen versaut. Und nun sitz ich hier am Bahnsteig, rau 'ne Kippe und ich warte, bis mal jemand kommt und sagt, wie meine Zukunft ausschaut. Das sind Sachen, über die ich manchmal nachdenk, während ich die ganze Nacht lang wach bin. In meinem kleinen Kinderzimmer fühle ich mich einfach viel zu sicher. Vielleicht bleib ich für immer hier. In meinem kleinen Kinderzimmer brennen immer alle Lichter. Ich will nicht mehr weg von hier. Ich will nicht mehr weg von hier. Meine Eltern haben mit 20 schon ihr eigenes Haus gebaut und mit 22 haben sie sich eine Katze gekauft. Und nun stehe ich hier mit 18 ohne Haus und ohne Katze. Meine letzte Freundin hat sich in einen Macho verschaut. Das sind Sachen, über die ich manchmal nachdenk, während ich die ganze Nacht lang wach bin. In meinem kleinen Kinderzimmer fühle ich mich einfach viel zu sicher. Vielleicht bleib ich für immer hier. Vielleicht werde ich auch Soldat, klingt doch eigentlich ganz smart. So ein bisschen exerzieren und dann ins Gefecht marschieren. Und dann zähl ich meine Tage, ab und zu eine Handgranate, bis ich irgendwann einen Grabstein hab als Kriegsveteran. Obwohl, nee, ist mir zu stresshaft, da bleib ich doch lieber sesshaft. So als neuer Kriegsminister fühl ich mich schon eher sicher. Schicke Leute in den Tod, ab und zu ein Jausenbrot. Glaubt der THC-Gehalt in meinem Blut ist viel zu hoch. Verlier den Standpunkt zur Realität, verkaufe meine Seele für ein kleines bisschen Geld. Das sind Sachen, über die wohl viele nachdenken.